Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 Part. Und ich werde schon wieder 9. angerufen. Moment. Part 9. Mute dein Mikro dieses Mal. Der Part startet super. Ja. Ja, der Part startet richtig gut. Ja. Ja. Die Teile sind cool, die würde ich auch gerne haben. What happened to your plot? Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Ich guck grad noch einen Film. Wesker. He was a top official with Umbrella and the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then we've been trying to track him down. And a few years ago we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Hab ich was verpasst? Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ah, ist er das? Ah jo, da. Ich finde schon cool, die Typen. Ich hasse das, wenn ich um 3 Uhr angerufen werde, weißt du? Wer ruft dich denn um 3 Uhr nachts an? Ich glaube, du schläfst. Ja. Er hat gewusst, dass ich noch nicht schlafe. Deswegen. Würde ich mal Facebook offline gehen? Ich bin offline momentan. Ich hab nichts offen, außer Skype. Ich gehe doch offline, weil ich bei vielen Aufnahmen wurde ich voll auf Wunsch angeschrieben. Zeitig ich immer auf. Guck mal, Wesker, wie cool der ist. Mit voll die geilen Moves drauf. Chokeslam, nicht den T-Shirt. Chokeslam. Oh, voll geflogen. Ist voll cool, der Typ. Guck mal, wie die fliegen. Das erinnert mich an Matrix irgendwie. Oder an Blade. Kennst du die Filme? Blade kenne ich, Matrix kenne ich auch, jo. Jill's body was never found and she was presumed dead. Sehr gut. The person I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. Chris sieht so irgendwie so affenmäßig aus. Guck mal, der Mund ist da vorne so klein und dann so voll behaart. What about you? Why'd you join the BSAA? Aber die Grafik an sich ist doch richtig gut. Du könntest mir vielleicht mal ein bisschen was über den Storyablauf bis hierher mal erzählen, weißt du? Also es fing an, ja, warte, mach ich nach dem Intro, wenn das Spiel beginnt. Mann, wie lange dauert das Intro für Level? Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Das Intro müsste jetzt zu Ende sein. Leute, guckt ihr das mal an. Vollgas. So, das Intro müsste jetzt zu Ende sein. Also der Storyablauf beginnt in so, indem Chris ist zur BSAA gegangen, nachdem der STARS verlassen hatte. Wenn ich was falsch erkläre, korrigiert mich. Und BSAA ist so eine Bio-Konter-Waffeneinheit, was auch immer. So. Und die sind Wesker. Operiert halt jetzt in Afrika und so mit Tricell, die haben Umbrella gesponsert und mit so einer komischen alten, die heißt Tricella noch was, verkaufen die Biowaffen an Terroristen, ne? So, und da ist so ein Typ namens Irwin, der verkauft die. In der ersten Mission musste man den verhaften und der hat einen neuen Virus entwickelt, so ein Ouroboro. Das ist so ein schleimartiges Vieh. Das soll die neue Super-Elite der Menschheit werden, die wollen also die Menschen auslöschen. Und dieses Vieh musste man im ersten Teil besiegen, das war unser erster Endboss. Und dann hat das Alpha-Team ausgelöscht. Dann mussten wir zum Bahnhof, zur Mine, sind wir durch die Stadt gegangen, mussten da zur Mine durch, um Irwin zu finden, der war in der Mine unterwegs. Wir kommen an der Mine an
wollten Irvin verhaften und dann kam Jill Valentine. Oh, ich sag, jetzt hab ich gespoilert. Auf jeden Fall kam da ein Maskierter. Ja gut. Und hat ihn gerettet. Und jetzt haben wir Dokumente gefunden des Marschlandes. Und jetzt mussten wir halt hier zum Marschland. Okay. Jetzt sind wir im Marschland. Und den späteren Verlauf kann ich dir nicht sagen, weil sonst freue ich ja. Den wirst du ja sehen. Den weiß ich sowieso nicht. Ich, ja. ich hoffe, du hast Zeit mitgenommen. Der Part könnte dauern. Ich hab Zeit. Ich guck nebenbei noch ab und zu auf dem Fernseher. Mach das. So. Und jetzt trinke ich erstmal was. Jo, guten Durst. Guten Durst. Eistee, Cola. Cool, oder? Also ich habe gestern Cola Korn getrunken, das war cooler. Eistee, Extrakt plus Cola Geschmack. Hm. Guck dich mal an, guck jetzt mal auf seinen Kopf. Da war mal einer. Oh mein Gott, ich hasse diese Leute mit Schildern. Parasiten oder was? Und ab, ey. Wie Shotgun schon wieder keine Wirkung zeigt. Ah. Ja klar, er wirft den Speer schon wieder so weit. Oh, meine Skillshots, ich baller hier die ganze Zeit Headshots rum. Lol. Guckst du dir das an, wie ich Headshots hier drück? Einwandfreie Sache. Oh, ich irgendwie mit die ganze Zeit Spielband, das ist so ein Schiss. Finstermodus. So, nur Headshots! Er ist zweimal daneben geballert. Kann ich nur. Was ich bei dem Spiel irgendwie, ich sag mal, blöd finde, dass man die Karte oben rechts angezeigt kriegt. Kann man wegmachen. Kann man die wegmachen? Ja, die kann man wegmachen. Du wirst klar sterben. Nein, Quatsch. Die Stelle hasse ich im Spiel, weil die mich hier aufregen, die Typen. Aber gibt's da eigentlich auch so Schockeffekte oder Schockmomente, ja, wie beim Zweier? Echt? Paar, glaube ich. Weil ich finde die Atmosphäre, finde ich momentan, eher schlecht. Das Spiel wird dir vielleicht gefallen. Dafür habe ich dich ja dabei. Damit du es mir angucken kannst. Hier haben wir einen Götzen drin. Oh, ich weiß. Tut mir leid, dass es immer auf Pause geht. Entschuldige mich für. Liegt alles an Marcel. Liegt alles an dir. Hast du gehört? Böser Junge. So. Das ist die offizielle Furz-Herausforderung. Habe ich mein Bildschirm vollgerotzt, verdammt. Scheiße, meine Tastatur. Du hast doch mal erzählt, dass jemand in dein Laptop gekotzt hat. Ah, ich glaube, das gehört dir nicht hin. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen mehr über das Spiel unterhalten. Genau, dann fang mal an zu erzählen. Ja, ich... Also, okay. Ja, ich glaube, ich stelle mich doch mal neu vor. Also ich bin der FCB Deadman. Ich kommentiere heute mal beim Cherigo WM26 mit bei diesem Spiel. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es auch eigentlich nicht vor, weil es mir einfach im Vergleich zu Teil 1, 2, 3 und Code Veronica X keinen Meter gefällt. Die Atmosphäre ist nicht da. Also das ist meine Meinung, ne? Die Atmosphäre ist nicht da, es sind keine Schockmomente da, die Gegner sind teilweise größer als Hochhäuser und ja, finde ich blöd. Noch Fragen? Nö, das ist Geschmackssache, finde ich gut. Geschmackssache, das ist meine Meinung, jeder kann das anders sehen. Ja. Und du sollst nicht so schnell fahren, hat die gesagt. Du liest jetzt durch, das habe ich noch nicht mal gelesen. Ich soll einfach den Typen da oben killen, damit ich hier losfahren kann, danke sehr. Frauen am Steuermann, also ich feier. Frauen an der Wahl der Pistole.
Ah, du bist eine Frau. Ach so, James. Nein, ich bin nicht die Frau. Fahr die, überfahr sie, nein. Guck dir die mal an. Wie sie überfahren werden. Kacke, ich brauche noch mal eben die Minikarte. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich wundere jetzt, dass ich flüssiges Bild. Du hast flüssiges Bild? Ich habe flüssiges Bild, ja. Gut, wenn es leckt, sagst du Bescheid. Immer da. So gut, so. So. Halt nur blöd, dass ich keinen Ton habe, aber ist ja bei dir dann auch immer so, gell? Ja, ja. Guck dir mal die Hühner an. Ich versuche gerade so ein goldenes Ei zu kriegen. Die musst du finden oder so, gell? Was bringt dir das denn? Keine Ahnung, ist viel einfacher, die abzuknallen hier auf dem PC als auf der PlayStation. Ist viel schwieriger auf der PlayStation. Ich habe gerade 6 Schüsse verschwendet. 7, 8, 9. Ich krieg's Huhn nicht. 10. Ich krieg's Huhn nicht. 12 Schüsse an so scheiß Hühnern hat nichts genützt. Okay, ich werde nie wieder irgendwelche Viecher anballern. Die 12 Schüsse sind später nützlich. Der PlayStation 3 gibt's, glaube ich, eine Trophäe. Erfinde alle goldene Eier oder so, oder versteckte Eier oder so, oder 4 Eierarten, keine Ahnung. Ich hab das Spiel nie gespielt. Ja, Eier. Aber ein Freund von mir hat das. Ich hab Eier gefunden. Thanks, Partner. Eins esse ich jetzt eben. Krieg ich Leben. Wie geil ist das denn? Der frisst mal kein Kraut, oder wie? Doch, Kraut kann ich auch essen. Oder erst Hilfespray. Was übrigens für Noobs ist. Was, du kannst erst Hilfespray essen? Nee, verzichte ich lieber. Hast du doch gesagt eben. Nein. Doch. Nein, scheiße. Typisch immer die Frauen am Steuer. Ach, ich feier immer noch. Ja. Erzähl mal so ein bisschen. Kontrollpunkt. Was soll ich denn erzählen? Weiß ich. Kommentier mal was. Wenn ich Ahnung von dem Spiel hätte, würde ich dir sehr viel erzählen. Warum drückst du immer Start? Weiß ich, weil ich die Maus in dieses scheiß Fenstermodus. Sonst spiele ich immer ein Vollbild. Erzähl mal irgendwas. Erzähl mal was über deine Let's Plays oder so. Über meine Let's Plays? Ja. Erzähl generell mal. Ja, also... Ich könnte wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Kannst du gerne machen. Kann doch verlieren. Ja, oder ich kann ja mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil wir kennen uns ja gar nicht persönlich, wir haben uns noch nie gesehen. Ja, eines Tages hat er mich mal angeschrieben im YouTube. Lüge, er hat mich angeschrieben. Du hast mich angeschrieben. Du hast mich angeschrieben. Sind wir vorhin nochmal durchgegangen. Also, er hat mich angeschrieben. Umgekehrt. Und hat er halt gemeint, dass er mein Resident Evil 3 Let's Play, das er übrigens auch fertig gespielt hat, ziemlich gut fand, und hat er mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihm Gast zu kommentieren. Und ja, ein halbes Jahr später ist es dann noch mal soweit. Das Lustige ist, ein halbes Jahr später kommentiere ich bei ihm zuerst, vor ihm Gast. Ja, also schaut mal bei mir rein, Resident Evil 2 und Turok 2, da ist er dabei. Jo, könnt ihr mal schauen. Ja, Resident Evil 2 bin ich nicht ganz dabei, da bist du nicht ganz, das ja, ist ja ein Solo-Projekt. Ein Großteil. Aber bei Turok 2, das ist ein Let's Play Together. Also schaut rein. Was übrigens seine bescheuerte Idee war, dass ich da permanent ganz kommentiere. Ich wurde dazu gezwungen, alles gegen meinen Willen. Klar. Bist immerhin gut bezahlt. 0,02 Cent die Stunde. Siehst du, immerhin 0,01 Cent mehr als das letzte Mal. Ja, das kommt. Aber da hast du nämlich gesagt 0,001 oder so irgendwas. Ja, 0,0001. Kannst du mir sagen, warum ich eine Wunde in meiner Nase hab? Nein. Hast du die Nase mal rausgezogen oder was? Nein, nein, gar nicht, deswegen frage ich ja. Guck ich, wie ich hier Headshots drücke. Fliegen die weg. Ja, steht einfach mal neben mir, warte mal. Du musst doch seine Lektion lernen. Wo ist die Shotgun? Kannst du eigentlich auch die Tosse abknallen? Glaub schon. Friendly Fire nennt sich das, glaube ich. Ey, die halten mich aber, das ist gut. Guck mal hier. Alles in der Nahaufnahme.
Boah, in den Hals geschossen. Boah. Eigentlich wollte ich den Kopf treffen, aber naja. Hals ist auch nicht schlecht. Thanks, Partner. Ja. Wie gefällt Ihnen denn das Spiel so bisher, wenn ich das Spiel? Also es ist nicht mein Game. Es ist einfach nicht mein Spiel. Ja, muss ja auch nicht, ist ja nicht jedermanns Spiel. Genau, ich finde einfach die alten Teile einfach besser. So ist es halt einfach. Und fertig. Ich finde, ehrlich gesagt, finde ich die auch besser als den hier, aber ich finde den hier halt auch gut. Was soll ist das für ein Vieh? Oh mein Gott. Meine Uzi ist leer. Nein, meine MP meine ich. Scheiße! Piss dich zu viel. Was ist das für eine... Wie viele kommen denn da noch? Wollte ich auch mal sagen, ist das gerade mal am Anfang des Levels. Jetzt Musik ist zu Ende. Wie sie mir die ganze Munition geklaut. Die drei Schuss, die kann man immer gebrauchen, hier kombinieren. Ich hab fast keine Munition mehr, fast kein Leben mehr. Ey, rück mal das goldene Ei raus. Ja, wie drei ist, das esse ich jetzt erstmal. Kann dir auch sagen, nein, kriegst du nicht. Würdest du gerne hören, ne? Nein, ich frag nur, ich weiß es ja nicht. Ach so, ja, nee, kann ich nicht. Also, die gibt's hier immer dann. Ja, die gibt immer, sie ist... Sehr sozial. Unter meiner Befehligung. So, wo ist denn jetzt hin? Warum will sie schießen? So Muni-Verschwendung. Naja, egal. Careful, Chris. You'll capsize us. Wie dreist sie ist. Sie sagt einfach, ich soll aufpassen, wie ich fahre. Careful, Chris. Ach ja, sonst fällt die um. Das ist ja dann auch blöd, ne? Oh, Leute, freut euch. Wir kommen jetzt... etwas Cooles. Das ist gerade mal die Hälfte des Levels jetzt gleich. Was haben wir hier? Boah! Dieses nervt, dass die ganzen Sachen sich öffnen. Nächstes Mal, wenn du Gas kommentierst, dann spielen wir im tiefen Fenstermodus. Guck mal, was wir gefunden haben. Ansonsten spiel ich wieder im Vollbild. Den kriegt man nur einmal im Game, glaube ich. Oder zweimal. Echt? Yep. Den spare ich mir für den Endboss auf. Also vor allem der letzten Endboss. Muss gucken, welches am schwierigsten ist. Lässt sich das Spiel auf dem PC schwer steuern oder? Ganz einfach. Richtig einfach. Echt? Yep. Weil ich hatte auch mal GTA Vice City gespielt und San Andreas, das war echt ein Krieg. Auch für mich auf dem PC. Ehrlich? Damit bin ich nicht gut zurechtgekommen. Ehrlich? Mhm. Geschmackssache, wie man es nimmt, also ist auch eine Frage des Könns, glaube ich, finde ich. Also das, dann ist schon mal nichts für dich. Ich glaube, ich muss auch mal anfangen, dich zu dissen. Nein. Doch. Ich kann besser dissen. Totenstille. Ich kann besser dissen. Totenstille. Der Cell hat nichts mehr auf Lager. Also ihr müsst wissen, ich disse Marcel nicht. Ich motiviere ihn nur besser zu spielen. Zu spielen? Ich spiele doch gar nicht. Ja, ich meine jetzt generell, nicht nur jetzt. Wir haben 3.15 Uhr. Mitten in der Nacht. Ich habe nur Headshots verteilt um 3.15 Uhr in der Nacht. Ich habe einen Horrorfilm laufen und du spielst so ein Spiel. Ich sitze komplett im Dunkeln. Und mein Fernseher ist wieder ausgegangen. Ich hab Hunger. Ich hab Durst. Toll. Hier war irgendwo ein Rubin, wo ist der? Erstmal nach oben, bevor das Krokodil mich frisst. Kack auf den Rubin. So.
guck mal hier oben. Lauf mir noch einen Schuss rein. Also der Computer ist sehr dumm in diesem Spiel. Ist er eigentlich überall? Nein, in dem Spiel ist er extrem dumm. Komm her, komm her. Vorbeigeschossen. Der Headshot kassiert, was ist los? Überall sieht man die Löcher an der Wand. Gar nicht. Nur weil du kein Aim hast. Naja, so wird's jetzt immer Aim. Ich hab Dead Aim. Unlustiger Wortwitz Nummer 2 von FCB Deadman. Ich kann besser dissen. Das ist lustig. Ich bemühe mich ja auch gar nicht. Ich schaue dir lediglich nur beim Let's Play zu. Und kommentiere. Das ist eine Ausrede. Er hat mir vorhin gesagt, er wäre gar so talentiert wie ich. Ich habe FIFA 12 auf Platin der PS3, ja. Gangster. Nein, Spaß, hör jetzt auf. Du bist cool. Der FCB ist cool. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Ich war und positiv bewerten. Ja, ja gut, und positiv bewerten. Da ist der Rubin. Da ist der Rubin, jetzt schnell rennen. Wenn der CPU sich vom Krokodil fressen lässt, dann rast ich aus. Gen. Part geht noch 10 Minuten ungefähr, dann ist er zu Ende. Guck mal, wie langsam der Bot ist, Leute. Oh, meine Güte.